Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man Gulasch in der Stoneware zubereitet. Normalerweise ist es ja so, dass man, wenn man Fleisch zubereitet, also entweder einen Braten oder auch Rouladen oder eben wie wir heute Gulasch, dass man da gewisse Röstaromen erzeugen möchte. Und dazu brät man natürlich normalerweise dieses Fleisch, bevor man es dann im Ofen schön schmort, in der Pfanne oder im Topf scharf an, um eben diese Röstaromen zu bekommen. Und ihr kennt das sicher, wenn man dann scharf anbrät, dann hat man überall Fettspritzer so am Herd und die ganze Küche oder auch das ganze Haus, die ganze Wohnung riechen danach. Und hier haben wir bei der Stoneware eben den Vorteil, dass wir nichts anbraten müssen, sondern alles erhält auch so die Röstaromen und wird gebräunt durch das spezielle Steinofenklima der Stoneware. Und wie man das jetzt im Fall von Gulasch macht, möchte ich euch heute zeigen. Ich mache den Gulasch im Ofenmeister. Ihr habt auch die Möglichkeit, das in zum Beispiel der Ofenhexe zu machen und dann den Zauberstein als Deckel zu nehmen. Das wäre dann also perfekt, wenn ihr das Grundset habt. Aber ich nehme heute den Ofenmeister, denn der hat ja schon den Deckel. Und Braten, Gulasch, Rouladen, all diese Dinge, die brauchen eben etwas länger im Ofen und möchten dann einen Deckel haben, damit dann eben auch die Flüssigkeit nicht zu stark verdampft im Ofen. Ja, ich habe mir hier schon alles hingestellt und ich zeige euch mal, wie schnell man das dann auch bereit machen kann, dass es in den Ofen kann. Ich gebe jetzt einfach mal das Gulasch. Ich habe hier Rindergulasch gekauft, das ist 1 Kilo. Gebe ich jetzt schon mal in den Ofenmeister rein. So, alles drin, einfach so, wie gesagt, ohne anbraten. Und dann habe ich mir hier hingestellt, natürlich ganz typisch für Gulasch, 2 geschnittene Paprikaschoten, 2 rote. Und dann habe ich hier noch 2 in Stücken geschnittene Zwiebeln. Und wenn ich das hier alles drin habe, dann werde ich das alles mal ein bisschen umrühren, damit wir hier so eine schöne Mischung haben. Ich nehme das ein bisschen näher, dann habe ich hier doch besser die Möglichkeit. So. Einfach so ein bisschen vermengen, damit dann jetzt hier gleich die Soße drüber kann und das dann so in den Ofen kann. Gut, ich denke mal, das reicht. Ich stelle es nochmal beiseite. Und jetzt nehme ich mir hier einfach mal die große Nixe und unseren Mixen und Zerkleiner und gebe mal die ganzen Zutaten für die Soße in die Nixe rein. Ich habe hier 350 Milliliter Malzbier. Also ich mache heute praktisch einen Malzbier-Gulasch. Ich finde, man, das gibt wirklich dem Gulasch einen ganz tollen Geschmack. Ich mag das sehr gerne. So, dann habe ich mir hingestellt Tomatenmark. Das sind 60 Gramm. Habe ich hier in der kleinen Elfe drin. Dann habe ich Eiwar, das kaufe ich natürlich fertig. Da gebe ich 3 Esslöffel ungefähr dazu. 1, 2, 3. Und dann habe ich hier die selbstgemachte Gemüsepaste für Gemüsebrühe. Ihr könnt natürlich auch einen Gemüsebrühwürfel benutzen, aber ich mag halt gerne die selbstgemachte aus dem Thermomix, weil ich da weiß, was da drin ist. Alles nur natürliche Zutaten, kann ich euch also sehr empfehlen, wenn ihr einen Thermomix habt. Macht euch die, die ist super. Wie gesagt, ansonsten könnt ihr natürlich auch jegliche Art von Gemüsebrühwürfel oder Gemüsebrühpulver benutzen. Ja, dazu geben wir noch ein paar Gewürze. Ich habe hier Paprika edelsüß, da gebe ich so 1,5 Teelöffel mal dazu noch. Und dann habe ich so ein spezielles Gulaschgewürz. Das könnt ihr natürlich auch selber würzen mit verschiedenen Gewürzen, aber ich finde das eigentlich eine ganz schöne Mischung. Davon gebe ich auch noch mal 1,5 Teelöffel dazu. Und 2 Lorbeerblätter habe ich mir noch für den Geschmack hingelegt. Die gebe ich hier mal gleich direkt aufs Fleisch und Gemüse. Ja, und hier meine Soße. Die werde ich jetzt einfach mal mit dem
Das wurzelt hier, das kribbelt ein bisschen, weil hier das Malzbier jetzt mit der Kohlensäure drin ist. Ja, wir mixen und zerkleinern. Rühre ich das hier schön zu einer einheitlichen Soße. Das geht auch ganz schnell. Ihr seht schon, das ist ja nichts, was ich hier groß auflösen muss. Es ist schnell verteilt. So, dann gebe ich hier noch ein bisschen Salz und Pfeffer schon mal übers Fleisch. Dann kann sich das gleich mit der Soße vermengen. So, einmal das Salz, natürlich aus unserer Salz- und Pfeffermühle auf dem Set, was wunderschön auch auf dem Tisch aussieht, aber eben auch ganz toll zu benutzen ist. Super einfach mit dem hochwertigen Keramikmalwerk. Auch ein tolles Produkt von Pemberchef. Ich habe mir hier übrigens auch noch das Profimesser hingelegt. Womit habe ich nämlich die Paprika und die Zwiebel geschnitten. Natürlich mit einem Messer aus unserer Profiserie. Und enthäutet habe ich dann innen die Paprika mit unserem Ausstechen und mehr mit dieser Seite hier. Da kann man das nämlich wunderbar auskratzen und hat das viel einfacher als mit einem Messer. Ja, wollte ich euch wenigstens zeigen, was ich hier für Vorbereitungen getroffen habe. So, jetzt kommt die Soße. Einfach hier so drüber. Ganz bisschen hier auch noch mal verteilen. So. Und das ist es auch schon. Mehr müsst ihr nicht tun, um Gulasch zu machen. Da kommt jetzt einfach der Deckel drauf vom Ofenmeister und dann kommt das für 2 Stunden ungefähr bei 200 Grad in den Ofen, wie bei der Stunde üblich, einfach auf den Rost, auf die unterste Einschubhöhe im Ofen. Und ihr müsst nichts machen, ihr müsst da nicht Wasser zugießen, ihr müsst wirklich überhaupt nichts machen. In 2 Stunden ist das Gulasch fertig. Was ich noch dazu mache, ich habe mir ja hier schon den kleinen Zaubermeister, die Lilly, hingestellt. Die ist noch komplett leer. Während jetzt das Gulasch schon im Ofen brutzelt, werde ich mich jetzt gleich noch hinstellen und ein paar Kartoffeln schälen als Beilage. Und die kommen dann einfach hier so in die Lilly rein, ein bisschen Wasser drüber, wirklich nicht viel, nur damit Dampf entstehen kann. Und dann kommen die für ungefähr eine Dreiviertelstunde, also nach 1 1/4 Stunden hinzu. Die passen ja prima nebeneinander in den Ofen und dann garen direkt daneben ohne zusätzliche Energie die Kartoffeln. Und beides ist dann nachher gleichzeitig fertig. Wenn es fertig ist, werde ich es euch zeigen natürlich. Dann gibt es schöne Bilder von mir, wie unser Gulasch aussieht. Ja, und bis dahin, bis nachher. Tschüss! Ja, hallo, da bin ich wieder. Und zwar zusammen mit unserem Gulasch und mit den Kartoffeln, die ich noch zusätzlich gemacht habe, wie versprochen. Ich zeige euch mal das Resultat. Ich habe selber noch gar nicht reingeschaut. Hier im Ofenmeister, da ist das Gulasch. Schaut mal, es dampft und ihr könnt jetzt hoffentlich in der Kamera mit dem Blick von oben ganz gut sehen, dass wirklich das Gulasch auch oben toll angeröstet ist. Also das heißt, wir haben wirklich schöne Röstaromen. Ich werde auch noch mal versuchen zu zeigen, das so ein bisschen in die vordere Kamera. Vielleicht kann man das auch ganz gut sehen. Ja, also hier muss man eigentlich gar nichts mehr machen. Wenn ihr die Soße noch so ein bisschen angedickt haben wollt, könnt ihr in einem separaten Schüsselchen einfach 2 Teelöffel Speisestärke mit ein bisschen Wasser anrühren und das hier noch so unterziehen mit einem Kochlöffel. Müsst ihr aber nicht. Also ich finde auch, das ist auch so immer vollkommen ausreichend. Wenn man das jetzt einfach so einmal umrührt, dann ist für mich die Soße auch in Ordnung. Dann zeige ich euch nochmal die Kartoffeln. Die habe ich ja in der Lilly, also im kleinen Zaubermeister, parallel dazu gemacht. Die zeige ich euch auch nochmal vorne in die Kamera, da ist es schon etwas einfacher. Die habe ich einfach geschält und dann mit ein paar kleinen Schluck Wasser, so nach Gefühl, einfach da reingegeben, damit sich Dampf bilden kann. Und dann werden die einfach dampfgegart. Das Gulasch war 2 Stunden im Ofen und die Kartoffeln waren eine Dreiviertelstunde dazu im Ofen. Die habe ich also später einfach dazu gestellt. Ja, es tut mir total leid für euch, dass ihr jetzt nicht kosten könnt. Ich werde es jetzt auf jeden Fall tun, aber vielleicht habt ihr ja Lust, das ganz bald nachzukochen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und vielleicht schickt ihr mir mal ein Foto davon. Bis dann, danke, tschüss.